Herzlich willkommen auf meiner schönen Stadtterrasse. Sie ist super klein und schnuckelig, aber ich bin froh, dass ich überhaupt eine habe. Ich habe sogar hier noch ein Hochhaus im Hintergrund. Aber ich zeige euch heute, wie man mit ein paar Handgriffen ein richtig schönes, romantisches Setting macht für ein schönes Date oder eine Verabredung. Ganz besonders schön finde ich dieses Kunstgras. Es hat nämlich kleine LEDs, die im Dunkeln ganz besonders schön leuchten. So, meine letzte Pflanze steht. Ich habe absolut keinen grünen Daumen, deswegen bin ich ein Riesenfan von Kunstpflanzen. Die sind erstens pflegeleicht, zweitens langlebig und schauen einfach super schön aus. Ich zeige euch jetzt meine zwei absoluten Lieblingsteile für jeden kleinen Balkon, für jede Terrasse. Ganz einfach und schnell aufgebaut und super easy zum Mitnehmen. Zu meiner Bank habe ich sogar noch den passenden Tisch. Beide sind super easy auf- und abzubauen. Ich nehme es sogar gern zum Campen oder auch einfach an See mit, weil es so schnell und easy geht. So, mein Grundsetting steht, jetzt geht es endlich ans Dekorieren. Und was brauchen wir dafür? Kissen, Lichterketten, Kerzen, Decken, damit es richtig schön kuschelig und romantisch wird. All diese wunderschönen Dekoartikel verlinke ich euch natürlich auch noch in der Infobox. Liebe Lichterketten, wenn ihr nichts zum Aufhängen habt, nutzt es einfach wie ich als Stilmittel, um ein romantisches Licht am Boden zu schaffen. Ihr seht, ich habe mit nur ein paar Handgriffen in wenigen Minuten meine kleine Terrasse zu einer richtigen Wohlfühloase verwandelt. Ich werde mich jetzt schon mal hinsetzen, das romantische Ambiente genießen und euch wünsche ich viel Spaß beim Nachbauen. Wenn ihr noch mehr solcher Ideen sehen wollt, lasst uns gerne ein Abo da, kommentiert und liked und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Also, ciao, ciao! Here Shopping entertains.